Hallo und herzlich willkommen zu Teils. Beza, du wolltest gerade anfangen zu erzählen, dass du selbst ein Microblading-Opfer geworden bist. Ich bin ein Opfer. Und dass du das vor 5 Jahren machen lassen hast. Und ja. Erzähl. Genau, also vor 5 Jahren habe ich das machen lassen bei einer, wo ich fest überzeugt davon war, dass sie das perfekt beherrscht. Ich bin auf die Followerzahl reingefallen, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, die macht das heute irgendwie noch schlechter. Nee, also ich war halt so davon begeistert, oh, geile Nachherbilder und die. Was war dein Beweggrund, das zu machen? Mein Beweggrund war, ich habe die Augenbrauen von meinem Vater geerbt. Okay. Nee, Spaß beiseite. Ich hatte voll die Probleme mit meinen Augenbrauen, weil die waren einfach nicht symmetrisch, die sind ganz komisch gewachsen und das hat mich echt sehr, sehr gestört. Und meine Cousine hat damit den Anfang gemacht und hat mich so ein bisschen dazu ambitioniert, wieso mach das, ich mach das auch und so, du wirst keine Probleme mehr haben, du hast endlich die Augenbrauenform, die du dir wünschst. Ja, und dann habe ich halt lange gesucht und dann bin ich in Instagram auf diese eine Person gestoßen. Ja, und ich wollte aber damals, weil ich habe da auch ein bisschen recherchiert gehabt und ich habe halt eine fertige Haut gehabt zu dem Zeitpunkt. Jetzt was viele Südländer haben, by the way. Genau. Und aufgrund der fertigen Haut habe ich mich dazu entschieden, dass ich sage, ich will kein Microblading, ich will ein Permanent Make-up, weil das besser hält. Das war so, habe ich mir gedacht. Hast du gedacht, ich bin klug. Genau. Ja, und dann bin ich halt dahin und habe gesagt, ja, ich würde gerne ein Permanent Make-up machen. Und das hat zu dem Zeitpunkt 450 Euro gekostet. Ich war da in der Ausbildung, das war mega viel Geld für mich. Dann hat sie zu mir gesagt, ich habe erstmal eine Stunde auf sie gewartet. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich bin der Profi, wir machen dir kein Permanent Make-up. Du kriegst ein Microblading von mir, was dato 600 Euro gekostet hat. Und ich so, ich kann mir das gar nicht leisten und so. Und ich habe gehört, wegen fettiger Haut. Und sie sagt, nein, wie gesagt, ich bin der Profi und es hat mit fettiger Haut gar nichts zu tun. Okay, gesagt, getan, ich habe mich überreden lassen, habe das Microblading gemacht. Es hat wehgetan. Aber danach war das Ergebnis, muss ich sagen, so das erste Mal, wo ich das gesehen habe, war super. Ich war mega happy, weil ich habe endlich die Augenbraue, die ich halt wollte. So. Ja, danach ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich gar nicht mehr diese Härchenzeichnung. Nach 1-2 Jahren ist es sehr verblasst, es ist balkenartig geworden. Du hast gesehen, dass ich was Dunkles habe. Von weitem sah das dann aus wie eine schöne Form, aber wenn du nah geguckt hast, ich musste immer nachmalen. Und hier auf dem Video sieht man es leider nicht, aber du siehst, dass mir fehlen hier vorne Härchen. Und das hatte ich aber nicht, weil ich hatte Buschbrauen. Also bei mir ist das wie Unkraut nachgewachsen. Und ich hatte hier vorne gar nichts und die Härchen, die du hier siehst, habe ich durch die Kosmetikbehandlung jetzt bekommen mittlerweile. genau, also ich bin leider selbst so ein Opfer davon geworden. Aber manchmal macht man ja durch seine eigenen Erfahrungen, wird man ja dann, wenn man selbst in dieser Branche tätig ist, zum Profi, weil man einfach dann diese... Genau, und ich finde, dass das, was ich hier habe, das zeige ich auch immer meinen Kundinnen. Weil ich dann sage, guck mal, das kann passieren, wenn es nicht gut läuft. Das ist halt immer so ein Live-Beispiel, was ich zeigen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, als du damals die Kosmetik-Brows-Schulung gemacht hast, dass du so einen Rotstich hattest. So ein ganz, ganz leicht. Ja. Also es war, du warst noch gesegnet, weil bei dir war es nicht so schlimm. Punktuell hatte ich so komische Rot. Genau, und die sind dann durch die Kosmetik-Brows-Behandlung fast jetzt weg, ne? Mhm. Man sieht noch, weil ich muss jetzt noch ein paar Behandlungen machen, man sieht noch so ein Durchschimmern, aber es ist deutlich besser geworden. Was sind aber Gründe dafür, dass Rot-Grau-Blau-Stiche entstehen? Weil das ist ja zum Beispiel bei meinen Kunden, die jetzt zu mir kommen, überwiegend der Fall. Ja, das Problem oder ganz wichtig ist hier die Qualität der Farbe. So. Gerade in dem Bereich Rot, wenn die Augenbrauen nach ein paar Jahren rot verfärben, ist es eigentlich immer ein Indiz dafür. Es ist einfach Tatsache, dass in der Farbe zu viel Eisenoxide drin sind. Die Eisenoxide sorgen dafür, dass die Pigmente sich rot verfärben. Zumal Braun, was wir uns ja stechen lassen, das ist ja Rot-Farbmix, also Rot und Schwarz. Ja. Daraus ergibt sich Braun. So, wenn da jetzt noch Eisenoxide drin sind in dieser Farbe, dann
wird sich das safe verfärben. Abhängig natürlich auch, ob das jetzt blau, grün, rot etc. wird, ist auch immer dein Unterton der Haut. Bist du eher ein kühlerer Ton, bist du eher ein warmerer Ton vom Hauttyp her und demnach entwickelt sich dann diese Verfärbung. Daher ist es ganz, ganz wichtig, mit welcher Art von Farbe und Qualität arbeitet die Behandlerin. Okay, das ist super interessant. Aber? Sie war schon so, okay. Was mich ein bisschen aufregt und teilweise schon sehr aggressiv macht, ist, du hast mir auch neulich ein Bild geschickt, wo ich dachte, das kann, ist warum? Warum? Ja. 90% meiner Kundinnen, die eben wegen nach Microblading und so weiter kommen, weil eben 90% der eigenen Augenbraue ausgefallen sind, weil drunter eben Narbengewebe sich befindet oder weil sie unglücklich und unzufrieden sind, haben eine komplett verschissene Form. Das heißt, die Form ist 2 cm über der eigentlichen Augenbrauenform. Mhm. Warum macht man so etwas? Ich verstehe es nicht. Erklär es mir bitte. Das Problem hier ist, dass viele sich nicht am natürlichen Haarwuchs orientieren. Mhm. Das heißt, sie zeichnen mit einem Zirkel, tun sie halt die perfekte Symmetrie quasi aufmalen. Mhm. So, das heißt, wenn jetzt meine Augenbraue hier wächst, kann durchaus möglich sein, dass sie halt das bis hier oben zeichnet und mir das hier unten dann wegrasiert und sagt, hey, das ist die beste Form, die ist optimal auf dein Gesicht abgemessen, so musst du das machen. Also nicht der liebe Gott hat dir die perfekte Form gegeben, sondern die Behandlerin mit dem Zirkel. Genau. Also so gehen sehr viele vor. In dem Fall aber ich zum Beispiel, wenn ich eine Microblading-Behandlung durchführe, ich orientiere mich immer an der Naturbraue. Das heißt, wie wächst die Braue, wie sieht die aus? Und demnach tue ich das Bestmögliche rausholen und die Lücken, die sie hat, was sie stört, die tue ich dann quasi befüllen. Das Problem hier ist, dass... Was wollte ich jetzt sagen? Was ist das Problem? Dass da viele, also quasi die Laie, die dann da auf der Liege liegt, die sagt einfach in dem Moment, oh ja, geil, das sieht gut aus, mach. Ich habe das neulich bei einer Bloggerin gesehen, Leute. Die hat sich das jetzt vor kurzem... Also okay, ich bin keine Befürworterin der ganzen Geschichte, wenn man einfach schöne Augenbrauen hat, ja, weil Fakt ist einfach, dass auch wenn du das machen lässt, trotzdem nachzeichnen musst, ja, und vor allem, wenn das über deine starke, oder wenn es 2 cm über deiner eigentlichen Form ist, dann hast du ein Riesenproblem. Wenn jemand Narbengewebe hat, dann unter diesen Augenbrauen, vor allem umso höher du gehst, umso dünner wird die Hautschicht, umso mehr besteht nun mal die Gefahr, dass Narbengewebe entsteht, dann hält die Farbe auch irgendwann gar nicht mehr. Also sogar wenn du mit einem Augenbrauenstift drüber gehst, siehst du die Farbe nicht mehr. Und dann diese Balkenform, diese richtig krassen, oh mein Gott, da gibt es noch eine Influencerin, Bloggerin, was auch immer, wenn sie ungeschminkt Videos zeigt, fehlt die Hälfte ihrer Augenbrauen. Aber du siehst diese Edding noch. Ja. Und es ist so für mich etwas, wo ich euch sagen kann, dass so viele Kundinnen von mir psychisch darunter leiden, wo ich mir denke, hey Leute, ihr müsst doch das Ganze sehen, ihr müsst doch jetzt auch zum Beispiel durch meine Posts oder durch genau diese Sachen, die man da wirklich offensichtlich sieht, sagen, hey okay, ich habe das vielleicht vor 5 Jahren so gelernt, aber wie kann ich es jetzt besser machen? Weil jetzt habe ich gelernt, okay, das kann an der Farbe liegen, es kann an der Technik liegen. Was für Alternativen gibt es? Und jetzt kommen wir zu der Alternative. Ja. Ich möchte dich fragen, du hast vor 3 Jahren Microblading gelernt. Was war dein Beweggrund, dich dann zu entscheiden, Kosthetik Brows und Haarschulung, also jetzt wir reden über Augenbrauen, Kosthetik Brows, also Vitamin Brow Schulungen zu machen, bei mir? Und was war dein Beweggrund, oder hast du, wenn du es jetzt in der Relation siehst, bietest du aktuell mehr Microblading an oder gehst du eher mehr in die Richtung Kosthetic Brows? Ich betrachte das eigentlich immer so individuell auf den Kunden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich biete das mehr an, sondern ich entscheide das immer so. Wenn ich jetzt sehe, ich habe eine Kundin bei mir, die kommt und sagt, hey, ich habe da 1-2 Lücken, ich möchte das mit Microblading weghaben, dann sage ich ihr halt,
du das Microblading ist gar nicht notwendig in deinem Fall. Du brauchst das gar nicht, weil es gibt ganz, ganz andere Wege. Es gibt natürliche Wege, wo du langfristig gesehen, nachhaltig gesehen deutlich bessere Ziele erreichen kannst damit und halt auch diese eine Lücke, die dich da stört, beseitigen kannst dadurch. Also ich versuche halt immer in dem Sinn wirklich individuell auf die Kundin einzugehen und ihr das Bestmögliche zu ermöglichen. Mhm. Und darauf gucke ich nicht auf das Geld, weil in dem Sinn, wenn ich eine Microblading-Behandlung habe, dann habe ich halt schnell meine 350 Euro. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich tue im Vornherein hin, wenn eine Kundin wegen Augenbrauen zu mir kommt, egal ob sie Kosmetik möchte oder Microblading möchte, ich sage ihr immer, welche Möglichkeiten ich gegeben habe, welche ich ihr empfehle. Und im meisten Fall, wenn ich jemand zum Microblading da habe, erwähne ich immer Kosmetik, damit sie einfach die Auswahl hat und damit sie sieht, okay, ich habe eine Alternative. Ich habe eine Alternative. Ich muss nicht sofort etwas machen, das ich fast eigentlich für immer habe. Das Problem ist bei den Kunden jetzt auch eher, die wollen immer sofort schnell was haben. Die wollen rausgehen. Ja. Also viele Asiaten haben diese Behandlung eben oder machen lassen damals, weil die Augenbrauen bei denen meistens so nach unten wachsen. Und um diesen oberen Teil sozusagen abzudecken, hat man diese Behandlungsmethode damals bei denen gemacht, damit die einfach so eine Rundung sozusagen haben. Ja? Und dann kam diese Behandlung nach Europa. Dann wurde das bei Leuten gemacht, die unter anderem eben eine fettige Haut haben, wo die Farbe nicht wirklich hält. Hormonell bedingt kann es ja auch sein, dass die Farbe schneller abgebaut wird und so weiter. Also es kann ja viele Faktoren haben, warum es eben nicht hält. Und ich denke einfach, dass damals viele Leute nicht wussten, worauf es eigentlich ankommt. Ich denke, dass damals viele Leute nicht mal wussten, hey, bei der fettigen Haut mache ich es eigentlich am besten gar nicht, weil das wird nicht halten und es wird langfristig blöd aussehen. Man hatte ja diese ganzen Erfahrungswerte nicht. Die hat man aber heute. Und ich sage das zu vielen meiner südländischen Kunden, mach es bitte nicht, weil du hast so eine ölige, fettige Mischhaut oder eine fettige Haut oder was auch immer, diese Farbe wird bei dir nicht halten. Und deswegen sehe ich, man muss halt einfach dazu sagen, dass das so viele in der Vergangenheit eben gemacht haben, da gab es Kosthetic Brows einfach noch gar nicht und da gab es diese Möglichkeit noch gar nicht. Und es gibt Leute, keine Vielfalt an Behandlungen. Genau, und es gibt ja jetzt auch einige, die zum Beispiel Vitamin Brows anbieten mit dem Aspekt, dass deine Augenbrauen wie noch was nachwachsen. Aber wir, und deswegen nenne ich das Ganze auch Kosthetic Brows, weil ich mich von dem Ganzen abheben möchte, weil wir einfach viel mehr machen als nur helfen, dass Augenbrauen nachwachsen, sondern wir können eben auch Frauen helfen, die eben in der Vergangenheit sich falsch beraten lassen haben, die eben falsche Behandlungen machen lassen haben. Und man kann rückwirkend nicht sagen, oh, die ganzen Behandler sind schuld. Nein, die wurden falsch geschult, die haben falsche Informationen bekommen, die wussten es leider... Es war nicht genug erforscht. Genau, die wussten es damals einfach leider nicht besser. Und jetzt stehen diese Frauen da und haben einfach starke Komplexe, weil das ist das Gesicht. Und jeden Tag, es gibt vielleicht Frauen, die das damals mit 24 machen lassen haben und jetzt mit 30 oder mit 28 einfach viel natürlicher geworden sind und diese Balkensachen einfach nicht mehr möchten. Die können sich damit nicht mehr identifizieren. Mit 18 habe ich mir gewünscht, dass mein ganzer Arm tätowiert ist. Heute denke ich mir, warum habe ich mir überhaupt irgendwas tätowieren lassen und lasse das jetzt zum Beispiel weglasern, weil ich das nicht mehr bin. Ich bin das einfach nicht mehr. Und solche Fehler kann man machen. Und was ich schlussendlich sagen möchte, ist, dass Kosthetic Brows eine Alternative dazu ist. Also sprich, wenn jemand sagt, hey, ich leide darunter, möchte einfach wieder kräftigere Augenbrauen haben, toll, dann lass es machen, weil das wird deine Augenbrauen kräftiger machen. Ja. Wenn du sagst, hey, ich habe eben Microblading machen lassen und es gefällt mir nicht, ich habe Narben überall, mir sind meine ganzen Augenbrauen ausgefallen, ja, dann musst du eben, du hast gar keine andere Alternative aktuell, ja, dann musst du diese Behandlungsmethode durchführen lassen, damit dein Narbengewebe ausgeglichen wird, damit die Haare, deine eigenen Haare wieder nachwachsen können. Und viele sagen, wie soll das gehen? Es geht, ja, wenn das Narbengewebe ausgeglichen ist, dann können die Haare wieder nachwachsen. Das ist ein Beispiel mit dauerhafter Haarentfernung. Viele Frauen haben sich das in der Vergangenheit machen lassen. Und ich glaube nicht, dass es nur irgendeine Frau gibt, die mir sagt, ich habe das vor 5 Jahren machen lassen und seitdem sind mir noch nie Haare nachgewachsen. Nein, weil die Zellen erneuern sich ständig. Und durch diese Zellerneuerung kann es einfach sein, dass auch neue Haare wieder nachwachsen. Oder wenn man einen hormonellen Schwung, also unser Körper ist in der Lage, die Wurzeln wieder zu beleben. Und das machen wir hier
maschinell, ja, mit dem Einfluss, dass wir eben bestimmte Vitaminkomplexe einschleusen, damit das Ganze angeregt wird. Und ein Grund dafür, warum ich Basil gerufen habe und gesagt habe, ich möchte darüber diskutieren, ist einfach, weil so viele Frauen darunter leiden. Ich erfinde das nicht, ja. 90% meiner Kunden haben solche Behandlungen machen lassen, die unglücklich, unzufrieden sind, es weglasern lassen müssen. Aber wenn du es weggelasert hast, bedeutet das nicht, dass deine Haare nachwachsen. Nein, im Gegenteil. Sehr stärker beschädigt. Genau, und oft bleiben trotzdem Pigmente da. Also man kriegt das nie zu 100%, weil das einfach, wie du es schon vorher gesagt hast, Farbvermischungen sind. Ja, dann bleibt vielleicht noch ein bisschen Restpigmente da, die man aber trotzdem mit der Kosmetikbehandlung sehr gut ausgleichen kann, das kaschieren kann und so weiter und so fort. Und deswegen ist mein Appell an euch, wenn ihr euch 2021 für die Zukunft dazu entscheiden solltet, so eine Behandlung machen zu lassen, weil ihr der Meinung seid, ich brauche das, dann überlegt es euch. Schaut nicht auf Instagram-Zahlen, schaut nicht darauf, ob diese Person jetzt gerade 5000 Bilder hochgeladen hat und keine Ahnung was. Und wenn es die Möglichkeit gibt, lest euch Bewertungen durch. Wenn es die Möglichkeit gibt, sprecht mit Leuten, die schon mal dort waren. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann fragt zum Beispiel gerade anhand dieses Videos, was für Farben benutzt du? Ist in den Farben, was meintest du, darf nicht drin sein? Eisenoxide. Eisenoxide drin. Genau aus diesem Grund drehe ich oder war... Auch, dass halt Farben verwendet werden, die nach europäischem Standard hergestellt worden sind. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt so viele, die Amazon-Produkte verwenden. Yeah. So weißt du, made in China. Ich merke es auch bei Wimpernverlängerungen, zum Beispiel Kleber etc. Und Leute... Wobei ich sagen muss, made in China muss nicht immer komplett scheiße sein. Aber es gibt einfach viele Produkte, die einfach qualitativ nicht gut sind. Und hier geht es am Ende des Tages um euer Gesicht. Hier geht es am Ende des Tages... Ich meine, du musst damit rumlaufen und deswegen sehe ich Kosmetik Brows einfach als... Mehrwert. Ja, und das spielt absolut keine Rolle. Ich meine, man kann da... Das ist eine intensive Pflege für deine Augenbrauen. Sie werden kräftiger und stärker. Hast du Narbengewebe, gleicht das dein Narbengewebe aus. Dadurch können deine eigenen Augenbrauen wieder kräftiger und schöner und gesünder nachwachsen. Und Microblading ist vielleicht für den einen oder anderen einfach die beste Option, weil du einfach sagst, hey, ich möchte morgens aufstehen und die perfekten Augenbrauen haben. Aber was ist perfekt? Ist es perfekt, dass du zwei Balken hast? Ist es perfekt, dass du... Das ist meine persönliche Meinung. Und für mich ist es... Ich finde, dass oft viele Frauen, wenn sie dieses Symmetrische haben, ganz komisch aussehen. Und ich finde, es ist nicht mein Schönheitsideal. Ich habe auch ein schönes Statement, was mir dazu eingefallen ist. Ich war 2018 bei der Masterclass von Mario, also Make-up bei Mario. Yeah. Und er hat gesagt, liebe Frauen, merkt euch eins, eure Augenbrauen sind Geschwister, aber niemals Zwillinge. Yeah. Und die Symmetrie, das ist einfach wieder nur so ein Schönheitsideal aus der Kosmetik. Aber es sieht nicht schön aus. Ich werde vielleicht auch versuchen, hier Bilder von Frauen hochzuladen, natürlich so, dass man deren Gesicht nicht erkennt, wo es symmetrisch ist. Und da sieht man, also man muss eigentlich das ganze Gesicht sehen. Ja. Und dann sieht es oft ganz komisch aus. Und Fazit ist einfach auch, und deswegen wollte ich einfach auch nochmal dieses Video drehen, nur weil ihr das macht, heißt das nicht, dass ihr nie wieder einen Augenbrauenstift in die Hand haltet. Und da solltet ihr euch einfach der Konsequenz bewusst sein, okay, mache ich das jetzt wirklich aus dem Aspekt, weil ich nie wieder einen Augenbrauenstift halten möchte und nie wieder meine Augenbrauen nachzeichnen möchte, dann mach's nicht, weil du wirst es trotzdem tun müssen. Machst du das aus dem Aspekt, weil du wirklich noch nie Augenbrauen hattest und einfach sagst, hey, ich möchte das einfach, ich möchte morgen, dann mach's. Aber sei dir auch da bewusst, okay, das und das und das kann passieren. Es können Narbengewebe entstehen, es kann sein, dass es dass ich Rotstiche habe, dass ich Blaustiche habe, Graustiche habe, dass das irgendwann verbleicht. Und umso öfter du das machst, umso öfter entstehen Narbengewebe. Und das ist meine Meinung. Irgendwann hält die Farbe nicht mehr und irgendwann sieht es auch nicht mehr so aus, wie es aussehen sollte. Das ist auch das Problem bei vielen. Die sagen dann immer, ja, ich steche das nochmal nach, ich mache das nochmal, ich mache das nochmal. Und das sind aber eigentlich alles... Faktoren, die dazu führen, dass dein Gewebe vernarbt. Weil wenn ich eine Narbe habe und ich tue fünfmal auf meine Wunde hinfallen, das wird immer schlimmer, das kann nicht heilen. Und da muss ich selbst als Behandler auch abwägen und sagen, hey, meine Liebe, das macht keinen Sinn und ich möchte dich nicht behandeln. Da musst du aber auch Behandlerin stark genug sein und sagen, nein, ich mache das nicht.
Genau, oder du sagst halt, wir gleichen erstmal deine Narben komplett wieder aus. Also wenn genau. die Kundin wirklich, wenn du auch als Behandlerin sagst, okay, für sie gibt es keine andere Alternative, ja. Das ist ihr Ding und das passt auch zu ihr und das ist ja etwas, da seid ihr die Profis, nicht ich. Aber wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ihr sagt, da gibt es keine andere Alternative, ich muss das jetzt machen, aber die Hautbarriere ist nicht mehr dafür geeignet, dann wäre eigentlich meine Empfehlung, erstmal mit der Costhetic Brows Behandlung die Narben schön auszugleichen. Und wenn man dann wieder eine gesunde Hautbarriere erreicht hat, dann, kann man wieder dann wachsen vielleicht auch wieder mehr Haare nach, womit man dann am Ende vielleicht wirklich nur minimale Zeichnungen machen müsste, um diese Kundin zufriedenzustellen. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Ich danke dir. Sehr gerne. Dass du mit mir so eine Diskussion geführt hast, obwohl du das anbietest. Und ich finde es toll, dass du genauso wie ich in vielen Punkten diese Sachen kritisch siehst und auch so offen und ehrlich bist und sagst, das ist die Problematik. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was ich eigentlich jedem nur auf den Weg mitgeben kann, wer sich eine langfristige Veränderung wünscht, gerade im Bereich Microblading oder irgendwas an den Augenbrauen stört, seid euch sicher, bei wem lässt ihr euch behandeln, wie wird da vorgegangen, ist die Person wirklich zertifiziert, wie viel Erfahrung bringt diese Person mit? Du hast mir was zu Zertifizierungen gesagt. Es gibt ja eine große Firma, die eben darauf spezialisiert ist und dann gibt es ja eine Teilnehmerbestätigung, hast du gesagt. Genau. Und da müssen die verschiedene Levels machen und erst dann gibt es eine was? Dein Zertifikat, dass du zertifiziert bist als Behandlerin. Und da ist mein Appell auch an euch. Schaut mal, es ist ja so, jeder von uns fängt ja bei Null an. Ja, und klar ist, dass... Ist ja auch legitim, also genau, ist ja kein Meister vom Himmel gefallen. Genau, und man möchte ja irgendwann damit Geld verdienen. Und deswegen muss man ja auch irgendwie Erfahrung sammeln. Und das sage ich immer zu meinen Schulungsteilnehmern. Bevor ihr bei einem Kunden irgendwas versaut oder bevor ihr bei einem Kunden Geld dafür verlangt, obwohl ihr noch nicht diese Expertise habt, ruft Freunde, Verwandte, Bekannte, Freunde, keine Ahnung, was auch immer, ja, bevor ihr an die Öffentlichkeit geht und sagt, ich suche Modelle, weil diese Modelle sind wieder fremde Menschen, die in euer Laden kommen, sich von euch behandeln lassen und wenn da nur eine Sache schief läuft, dann war es das vielleicht für euch. Schlechtes Marketing. Deswegen sammelt eure Erfahrungen erst, bevor ihr überhaupt dahin steht und sagt, ich bin so, also bevor ihr überhaupt Werbung dafür macht, dass ihr diese Dienstleistung anbietet, seid fit. Und wenn es 3 Monate dauert, dann dauert es 3 Monate. Aber nach 3 Monaten könnt ihr kommen und sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, 30 Leute behandelt. Das war meine erste Arbeit. Schaut mal, wie ich mich in dieser Zeit entwickelt habe. Und das ist jetzt das, was ich euch bieten kann. Und das, also für mich als Außenstehende zum Beispiel, wäre so etwas viel, viel vertrauenswürdiger, transparenter und etwas, wo ich sagen würde, wow, guck mal, sie hat sich nicht nach der Schulung eine Woche später hingestellt und hat gesagt, ihr könnt euch bei mir behandeln lassen, sondern sie hat sich 3 Monate zum Beispiel Zeit dafür genommen, um in diesem Bereich Profi zu sein. Und eine Bitte auch, hinterfragt alles. Hinterfragt, warum, wo werden die Farben hergestellt? Was für Inhaltsstoffe sind da drin? Ja. Was passiert, wenn Narbengewebe entsteht? Warum fallen die eigenen Härchen aus? Was sind vielleicht Gründe dafür, dass Augenbrauen nicht... Also all diese Fragen müsst ihr im FF können. Ich muss euch nachts wecken können und ihr müsst mir diese Antworten beantworten können. Ja? Wenn ihr das nicht könnt, hört auf, Kunden zu behandeln. Weil erst wenn ihr selber verstanden habt, was ihr da gerade tut, könnt ihr auch professionell arbeiten. Und leider, 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 leider ist in der Kosmetikbranche, gibt es so viele Leute, die darauf keinen Wert legen. Ganz einfach. Die einfach sagen, ich mache eine Schulung, ich biete das dann an und dann mache ich schön Geld und dann war es das. Und dann ist es einfach so, dass andere Kunden... Genau, dass dann andere Kunden Vertrauen zu den Leuten auch verlieren, die sich wirklich Mühe geben. Das heißt, wir kommen in eine Situation, wo wir immer mehr preisgeben müssen im Endeffekt, was wir drauf haben und was wir tun, weil eben andere Leute das Ganze schädigen. Und das kann es einfach am Ende des Tages nicht sein. Und ich sag mal ganz ehrlich, dadurch, dass man diese Leute pusht, die nicht viel Wert darauf geben, was sie da tun, kommen sie ja erst zu dem Punkt, wo sie heute sind.
Das sind, seid ja ihr, die diese Leute voranbringen. Und wenn ich mir bei manchen Leuten die Bewertung durchlese, die seit Jahren irgendwelche Sachen machen, die sind so schlimm. Und dann stelle ich mir die plausible Frage, wie geht das? Also wie geht das, dass 80% der Bewertungen fatal sind? Ja, aber dennoch so viel Nachfrage. Ja, das ist etwas, das kann ich nicht verstehen. Und wenn ihr euch da behandeln lassen wollt, dann hinterfragt einfach, stellt Fragen. Geht nicht einfach hin und sagt, ja, ich will das und das und das und ich vertraue dir blind, sondern fragt Fragen. Ja? Ich schicke manchmal Kunden nach Hause, weil ich das Gefühl habe, die haben nicht ganz verstanden, worum es hier geht. Und sagt, schlaf noch mal eine Nacht darüber, schreib dir ein paar Fragen auf. Ich habe dir jetzt alles erklärt, was wir hier machen. Und bevor ich dich behandle, möchte ich, dass du noch mal nach Hause gehst, eine Nacht darüber schläfst. Am nächsten Tag kannst du gerne nochmal kommen und dann kannst du immer noch sagen, Dylan, das sind meine Fragen und kann das und das passieren? Wie ist das? Und erst dann behandle ich, weil ich dann weiß, der Kunde hat verstanden, was ich hier mache, weil das ist nun mal eine Dienstleistung, die gibt es so in dieser Form noch nicht. Und ja. Für die Leute ist es dann so, ach, mach einfach mal ganz schnell. Ich will mich damit nicht beschäftigen, aber am Ende des Tages steht ja mein Name im Spiel und das ist etwas, das ich vermeiden möchte. Gebe ich dir voll und ganz recht. Ich glaube, jetzt haben wir wieder viel gequasselt. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen so ein bisschen die Augen geöffnet hat und dass vielleicht für den einen oder anderen bewusst ist, dass Microblading sicherlich für viele gut läuft, für die, die eben bei guten Behandlern waren, die eben sich professionell behandeln lassen. Aber dass es bei vielen eben genau aus den Aspekten schiefgelaufen ist, weil einfach... genau aus den Gründen, warum wir hier seit über 20 bis 30 Minuten schon reden. Genau, und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch auch jederzeit gerne melden. Genau. Vielleicht auch explizit bei Microblading stehe ich gerne zur Verfügung. Genau, das können wir echt machen. Wir können ja mal vielleicht auch ein Live machen, nachdem wir diese Videos gepostet haben. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr das möchtet. Ich rede wieder zu viel. Tschüss!